herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Mein heutiger Gast arbeitet ganz in der Nähe von Zürich und zwar in Kilchberg. Und es ist dies Pascal Sütterlin. Pascal, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Wunderbar, danke Christoph. Freue mich, dass ich dabei bin. Ja, schön, dass du da bist. Und zwar, du bist ja auch so eine interessante Persönlichkeit, die einen großen Wandel in seinem Lebenslauf und in seiner beruflichen Karriere jetzt auch hat. Und zwar, du bist ja heute CEO der Cosmetics AG und jetzt frisch Gründer des ersten Herzhotels der Schweiz. Finde ich nur recht spannend. Ich kenne dich auch ein bisschen und weiß, dass du eine gewisse Leidenschaft für Menschen und, ich darf auch sagen, für ganz herzige Umarmungen auch hast. Und mit deinem Herzhotel, so wie ich es verstanden habe, möchtest du eine Begleitung anbieten für Menschen, die so einen Zufluchtsort suchen für eine gewisse Zeit. Und aber mehr werden wir natürlich dann von dir dann später noch hören. Ich möchte dir gerne die erste Frage auch stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Ja, Überschrift über meinen Lebenslauf. Ja, unkonventionell, sage ich mal. Unkonventionell und der unkonventionelle Menschenfreund. Sehr schön, wunderbar. Jetzt Pascal, was hast du eigentlich mal ursprünglich mal gelernt oder auch studiert? Ja, das ist eigentlich anfangs gar nicht so spektakulär, mein Lebenslauf beruflich. Also eigentlich ging das von einer Banklehre hin zum KME-Schüler. Das ist so die kantonale Maturitätsschule für Erwachsene, wo ich dann die Matur nachgeholt habe, Jus begonnen habe zu studieren. Nach einem Bachelorabschluss, dazu mal hieß es Litz 1, habe ich dann abgebrochen und bin dann eigentlich anschließend an diesen Studienabbruch hier im elterlichen Betrieb gelandet, sage ich mal, gestrandet, okay, aufgenommen worden. Das heißt, du bist doch schon einige Jahre praktisch in dem Betrieb auch tätig, hm? Ja, das sind jetzt dann doch 20 Jahre. Mhm, Wahnsinn. Jetzt, welche Aus- und Weiterbildung waren für dich prägend? Was würdest du sagen? Ja, also nebst, sage ich mal, praktischen Weiterbildungen, vor allem wie so spezifische für meinen Beruf, jetzt hilfreiche Ausbildungen wie Wissen Marketing, Kommunikation etc., war sicher dann die Ausbildung, die mich am meisten geprägt hat, diejenige zum Sterbebegleiter. Die habe ich also vor 2 oder 3 Jahren sind schon gemacht da in Zürich und ja, war wohl die prägendste. Okay, habe ich das richtig verstanden? Sterbebegleiter. Was war denn da so prägend für dich? Genau, nicht zu verwechseln mit Sterbehilfe. Das ist ja für die nicht alle so klar, dass da die Abgrenzung gibt. Also ich injiziere keine tödlichen Dosen für Sterbewillige, sondern ich begleite die Menschen auf ihrem letzten Weg und stehe ihnen bei dann mit Rat und Tat in diesen letzten Minuten, Stunden. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, die Cosmetics, aber was macht ihr da konkret? Was bietet ihr an? Was macht die Cosmetics AG? Ja, wir sind ein etablierter Großhändler, wenn man so sagt. Also wir beliefern Wiederverkäufer in der Schweiz mit unseren Produkten. Unseren Produkten, da meine ich primär eigentlich Erzeugnisse aus Deutschland, die wir exklusiv vertreiben, importieren und vertreiben in der Schweiz. Aber auch haben wir eine kleine Eigenmarke mit Spezialitäten. Desinfektionsmittel, Selbstbräuner etc. Also es ist eine kleine ergänzende Palette zum bestehenden Sortiment. Und da beliefern wir also, wie gesagt, die Wiederverkäufer einerseits, andererseits und zunehmend auch halt direkt über Internet dann auch die Endkunden. Dazu zählen Mann wie Frau genauso. Also die Produktepalette, die deckt eigentlich jedes kosmetische Bedürfnis ab für sie und ihn und so gesehen sind wir eigentlich breit aufgestellt. Ja.
Okay, super. Und jetzt interessiert mich natürlich schon noch jetzt da dein neues Projekt oder du als Gründer des Herzhotels. Jetzt, warum Herzhotel? Kannst du da etwas dazu sagen? Wieso hast du dich jetzt entschieden, so etwas zu machen? Also witzig, also die Geschichte, die sage ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen, sag ich mal, halb öffentlich oder dir, wie es eigentlich zum Namen auch kam. Weiß nicht, ob du kennst, das ist die Schweizer Band, Lo und Le Duc heißen die, und die haben dieses Lied, mein Herz ist dein Hotel, mein Haus dein Haus. Und irgendwie kam, weiß nicht, ob das jetzt der Originaltitel ist, auf jeden Fall eine Songpassage. Und das habe ich so gehört vor circa einem halben Jahr, so diesen Song das erste Mal gehört und gedacht, hey, wow, das ist es eigentlich genau. Der singt jetzt, was ich fühle, sein Herz ist dein Hotel, du kommst und du gehst wieder und du bist willkommen und du sollst ein Freund sein für die Zeit deines Aufenthalts. Und da dachte ich, hey, wow, Herzhotel, also das ist halt dann die Umkehrform, mein Herz ist dein Hotel, Herzhotel, habe ich gegoogelt, mal geschaut, ist die Domain noch zu haben, prompt, und dachte ich, hey, wow, das ist ein Start, trifft, wie gesagt, den Nagel auf den Kopf. Sehr, sehr schön. Und was genau, was bietest du da an in deinem Herzhotel? Ja, gell? Die meisten so, ja, kann man da übernachten? Was ist das genau? Gibt es das in einer wirklichen Form auch, dieses Hotel? Nein, also im Moment ist es eine Metapher für die Begegnung. Eine Begegnungsstätte für alle, jeden Alters, mit jeder Lebensfrage, wo ich mich gern diese Gäste bei mir aufnehme, sie in und sie bewirte im Sinn einer seelischen Bewirtschaftung, wenn man so will, also in mein offenes Herz und mein offenes Ohr schenken. Also seelische Bewirtschaftung, also wie stelle ich mir das genau vor? Also du bist jetzt, sag mal, jemand, der drückt der Schuh irgendwo, du hast ein Anliegen und willst aber nicht unbedingt das mit deiner Frau oder Freundin oder deinen Eltern oder einem Freund besprechen, weil ja die in der Regel dich zwar kennen einerseits, andererseits aber auch so ein bisschen, sag ich mal, nicht einen Vorurteil haben gegenüber dir, aber sie sind dir nahe, sie sind vielleicht sogar zu nahe für das, dass du ein wirklich brennendes Thema besprechen möchtest. So gesehen geht es also darum, im Prinzip eine neutrale Person zu haben, die eben nicht ein Psychiater oder ein Psychologe ist, also ein geschulter, akademischer Hintergrund haben, sondern jemand, dem du einfach dein Anliegen anvertrauen kannst. Jemand, der das auch mit einer nötigen Distanz sieht und eben nicht sagt, ja, Christoph, kenne ich ja, geh wieder vorbei, du bist so und so. Das fällt dann alles weg, weil ich diesen Menschen mit einem offenen Herz und eben auch einer gewissen Distanz begegne. Mhm. Ja. Okay. Und wer sind so deine Hotelgäste? Ja, bin mal gespannt, also was da noch alles kommt. Also zurzeit sind es erstaunlicherweise Männer auch in meinem Alter, die eine gewisse Biografie haben, einiges erlebt haben, sei es Scheidung, geschäftsmäßig, auch Rückschläge durchleben mussten. Halt all die Themen, die man eigentlich als Mann, sage ich mal, nicht unbedingt nur gern teilt mit anderen. Man steht ja in der Regel gern souverän gegenüber dem anderen Männer. Und bei mir ist dann eben die Möglichkeit, da kannst du halt einfach auch mal sagen, wie auf Deutsch gesagt, auch schlecht es dir geht oder was, wo der Schuh drückt, ohne dass du da gerade dein Gesicht verlierst. So. Ja. Also Männer einerseits und dann aber natürlich halt auch Frauen, die Beziehungsprobleme oder wie zeige ich mich in der Beziehung, was ist meinem Partner los, wenn der so und so reagiert, hat all das, was Beziehungsfragen auch sind. Und was würdest du sagen, was zeichnet dich jetzt auch als Herzhotelier so besonders aus? Was macht dich besonders? Also ganz bestimmt ist meine große Liebe gegenüber den Menschen, wenn ich das mal so in einem Satz fassen kann. Also mein offenes Herz gegenüber den Menschen im Allgemeinen, sei es in einer kurzen Begegnung mit einem Unbekannten irgendwo, mit dem ich ins Gespräch komme, oder
auch jemand vielleicht, der offensichtlich gar nicht so wahnsinnig sympathisch oder eine Anziehung hat, primär einfach aus seiner Person heraus, sondern ich sag mal, das entfaltet sich dann so, da steigt mir so ein Gefühl auf von Herzenswärme gegenüber dem Menschen, egal wer er ist. Ich merke das immer wieder, auch in täglichen Alltagsbegegnungen, die eben auch sehr kurz sein können, sei es irgendwo in der Einkaufskasse, im Supermarkt, wo ich da in der Reihe stehe und dann werden Blicke oder Worte ausgetauscht und irgendwie passiert dann mir einfach was, das sich irgendwie das Herz öffnet und den nehme ich dann einfach so, wie er ist und hab den einfach ganz toll lieb, so. Ich habe mir das jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview nochmals überlegt, wie das so abläuft bei mir und habe gerade vor ein paar Tagen wieder so eine Sterbebegleitung gehabt. Habe die Dame ja vorher nicht gekannt, kam rein ins Zimmer und nach ein paar Minuten schon hat sich so eine Verbindung aufgebaut, auch nonverbal, so dass, wenn du es dir bildlich vorstellen kannst, ist das Herz, das geht einfach aus, also tut sich auf und Licht kommt da raus und umhüllt die Person und den Raum und das ist ganz ein tolles, intensives Erlebnis, jedes Mal wieder für mich. Ja. Wow, so schön, wunderbar, sehr, sehr schön, vielen Dank mal dafür. Jetzt habe ich auch noch ein paar Fragen an dich als Person, Pascal Sütterlin, und zwar, kannst du heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Oh, ja, rhetorische Frage, natürlich nicht immer. Wenn es damit so wäre, wäre ich wahrscheinlich noch gerade im Moment am Wellenreiten irgendwo an einem schönen Beach in Sri Lanka. So gesehen nicht immer, also so die pure Leidenschaft kann ich natürlich auch nicht immer leben, aber ich versuche es doch zu integrieren, auch ins Alltägliche, in meinen Job, im Umgang mit meinen Kunden. Probiere ich diese Dankbarkeit und auch das Bewusstsein zu schärfen, hey, dieser Tag ist einmalig, kommt nie wieder. Mach das Beste draus und auch leb das ganz bewusst. Und von dem her, ich schaff's nicht immer, aber ich bin dran. Sehr, sehr schön. Und du hast ja vorher auch schon etwas gesagt davon, dass es da in dir gerufen hat. Was würdest du als deine Berufung oder auch als deine Bestimmung wirklich beschreiben wollen? Ja, da würde ich... Also merke ich in mir, dass die Bestimmung ist, mit den Menschen ganz nah am Menschen zu sein, ihn zu begleiten auch, eben wie in diesem Herzhotel jetzt, dass sein Ausdruck findet in auch schwierigen Situationen, auch in lustigen Situationen, auch in seinen Hochs, den zu begleiten, ihm auch ein bisschen das, also auch das Gefühl zu vermitteln, du bist nicht alleine, nicht nur weil ich bei ihm bin, sondern auch weil du eingebettet bist in einem größeren Ganzen und das ist schon meine Berufung, merke ich. Dass auch Menschen, die den Glauben daran verloren oder den Glauben verloren haben, ja, sich verloren fühlen, denken, da bin ich ganz allein, ich bin überhaupt allein. Natürlich sind wir alleine, wir werden allein geboren, wir sterben alleine, aber zwischendurch und auch währenddessen ist das, bist du aufgehoben, bin ich überzeugt. Und den Menschen das zu geben, diesen Glauben auch wieder zu geben an sich selbst und das größere Ganze, das ist schon etwas, was ich auch merke, das kann ich gut und das will ich leben. Ja. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt, Pascal, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen und zurückgehen, so mal gedanklich zum 20-jährigen Pascal, gibt es etwas mit all deinen Erfahrungen von heute, wo du dem 20-jährigen Pascal noch gerne ins Ohr flüstern würdest? Dem 20-jährigen Pascal. Ja, also lebe den Moment halt bewusst. Ich meine, das, was wir uns alle eigentlich immer sagen, hätte ich schon dazu mal, würde ich mir auch mit 20 Jahren wieder vor Augen führen, lebe ganz bewusst. Nicht zu sehen in der Zukunft, mach nicht zu viele Gedanken über was sein könnte, wenn, sondern sei ganz im Moment und halt wie das Kind. Lebe dein inneres Kind, das Verspielte, das auch Unbedachte, bisschen das Freudige vor allem. Ja. Sehr schön, wunderbar. Gibt es auch irgendwelche Bücher oder vielleicht auch Hörbücher, wo du noch gerne empfehlen könntest?
Was ich im Moment liegen habe auf meinem Nachttisch, ist das Buch, habe es hier vor mir, Der kleine Buddha von Klaus Mikosch. Auf dem Weg zum Glück. Ja, ist eine wunderbare Geschichte einer Reise des kleinen Buddhas, der da seinen angestammten Platz unter dem Baum, unter dem er meditiert, verlässt, auf Reisen geht, Erfahrungen macht, sich reflektiert, besinnt, nachdenkt, auch traurig ist, die ganze Vielfalt der Gefühlswelten durchlebt auf dieser Reise und dann am Schluss wieder zurückkehrt unter seinen Baum, zu seiner Bestimmung und ja, dankbar ist für das, was er hat, auch froh ist, dass er die Reise gemacht hat, aber so, ich denke, mit dem Hinweis darauf auch dankbar zu sein für die Situation, in der man ist, und man darf auch wieder zurückkehren an den Ort, wo man gekommen ist. Ja. Mhm. Wunderbar, super. Jetzt, wenn jetzt jemand das hört und sagt, genau bei diesem Hotel würde ich gerne mal einchecken. Also, ich möchte gerne mal mit dem Pascal Sütterlin mal in Kontakt treten. Wie nimmt man jetzt am besten Kontakt mit dir auf? Ja, ich habe die unter www.herzhotel.ch, das ist meine Seite, oder .com. Kann man sich da ein bisschen informieren, wie ist das Hotel aufgebaut, was für Zimmer gibt's, noch ein bisschen mehr Infos zu mir als Gastgeber. Und dann kann man mal einchecken. Gibt's so einen Eincheck-Button und für eine erste Begegnung kann man sich dort anmelden. Und diese erste Begegnung, die ermöglicht dann auch so zu schauen, hey, was liegt alles drin? Fühle ich mich wohl? Fühlen wir uns zusammen wohl? Also wie ein bisschen in einem Hotel. Du gehst rein, schaust dein Zimmer an und dann bleibst du oder halt nicht. Und wenn du bleibst, dann kannst du bleiben, solange es für beide stimmt. Also der Gastgeber, der hat ja eine beschränkte Anzahl Zimmer und es ist zwar jedes exklusiv für den Moment, aber irgendwann ist die Zeit gekommen, da sind die Ferien oder die Lern, die Erfahrung gemacht und man geht wieder. Und das ist mir eben auch ein Anliegen. Darum das Hotel als Symbol auch für das, keine Residenz auf Dauer, sondern ein Ort der Begegnung auf Zeit. Pascal, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel, viel Erfolg mit deinem Projekt oder mit deinem großen Herzhotel-Projekt und weiterhin alles Gute. Servus. Danke vielmals, Christoph. Danke. Servus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.